Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Netzgeflüster, dem Podcast für das TNB-Land und weit darüber hinaus. Unser Thema heute, wie sich jeder auf dem Court verbessern kann. Der Frühling steht vor der Tür nach zwei harten Corona-Jahren und einem Winter, der sich ja angefühlt hat, quasi wie 7 Monate Herbst, freuen wir uns auf die Zuckerdusche, die anstehende Outdoor-Saison. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, haben wir ja spätestens seit Hermann Hesse auch in Gedichtform. Und da liegen tennistechnisch die Themen natürlich auf der Hand. Wir wollen reden. Ich bin Olli Seidler und ich stehe wieder fest an der Seite unseres TNB-Präsidenten Raik Packeiser. Hallo Raik. Hallo Olli. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, hochdekoriert. Er war als Spieler Davis Cup Sieger, er war Kapitän der deutschen Davis Cup Mannschaft, ist heute Turnierdirektor der BMW Open in München und unterstützt unter anderem meinen Heimsender Sky, auch unter anderem als Podcast-Experte. Ihr wisst ja alle, von wem ich rede. Herzlich willkommen, Patrick Kühnen. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich heute mal ein bisschen mit euch plaudern darf. Männer, bevor wir über den Sport reden, müssen noch unsere Herzen sprechen. Während wir diesen Podcast hier aufnehmen, tobt Krieg in Europa, ein Angriffskrieg. Russland hat die Ukraine überfallen. Mich erfasst immer wieder lähmendes Entsetzen. Raik, wie geht es dir? Es geht mir da ganz genauso, Olli. Und insofern bin ich auch dankbar, dass wir während des Podcasts die Gelegenheit nutzen können, um einmal auch die Position des Verbandes dazu mit zum Ausdruck zu bringen. Wir haben das mit Entsetzen gesehen. Wir erleben etwas, wovon wir alle ausgegangen sind, dass es im 21. Jahrhundert in Mitteleuropa nicht mehr stattfinden wird und nicht mehr stattfinden kann. Und unsere Gedanken und unsere Emotionen sind bei den Menschen in der Ukraine. Jeder wird irgendwelche privaten Verbindungen auch entweder nach Polen oder in die Ukraine oder nach Russland auch haben. Und insofern sind wir auch alle davon betroffen. Es ist etwas, was mitten unter uns, mitten in Europa passiert. Und da dürfen wir auch nicht schweigen. Und insofern finde ich es auch richtig, wenn im organisierten Sport ein klares Signal ausgesandt wird, dass man das nicht akzeptiert, dass man das nicht toleriert und dass dort auch mit einer Stringenz und Vehemenz agiert wird und alle Positionen, die seitens der internationalen Verbände vertreten werden, alle Positionen, die auch seitens des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deutschen Tennisbundes vertreten werden, die tragen wir 100%ig mit und hoffen, dass es schnell zu einer diplomatischen Lösung kommt und dass das Leid und das Elend, was wir dort erleben und was uns wirklich alle fassungslos macht, beendet wird. Patrick, du kennst ukrainische Spielerinnen und Spieler wie Sergej Stachowski oder Elina Svitolina. Wie erlebst du diese Tage? Ja, es ist für mich erschütternd. Und ich finde es ganz, ganz schlimm und erschreckend, dass wir in der heutigen Zeit, Raik hat es angesprochen, so etwas nochmal erleben müssen. Ganz, ganz furchtbar. Ich hätte mir niemals ausgemalt, dass wir mit so etwas konfrontiert werden in der heutigen Zeit. Ich habe auch wahrgenommen, dass Sergej Stachowski, den ich ja früher als Spieler noch erlebt habe, sich auch gemeldet hat fürs Militär in der Ukraine. Also das sind Dinge, die sind so schlimm, dass man einfach kaum Worte dafür finden kann. Und ich unterstreiche das auch, was Raik gesagt hat, dass da alle geschlossen mit einer Sprache sprechen müssen und in der Hoffnung für die Menschen, für alle Menschen, dass das schnellstmöglich diplomatisch gelöst werden kann. Schlimme Sache. Also halten wir fest, liebe Freunde, unsere Solidarität gilt den Menschen der Ukraine. Es gibt logischerweise viele ausgezeichnete Expertinnen und Experten, die sich auch in Polit-Podcasts mit dem Krieg beschäftigen. Da verweisen wir gerne drauf. Eines ist aber sicher, wir stellen unser Leben nicht ein. Den Gefallen werden wir keinem Angreifer Europas tun. Deshalb schauen wir jetzt auf unseren fantastischen Sport. Patrick, Thema. Wie kann ich mich auf dem Court verbessern? Zuletzt also Indoor, jetzt geht's dann Richtung Outdoor. Nicht alle haben ja Sandhallenplätze. Also auf den meist stumpferen Böden hatte ich zuletzt beim Abstoppen eher auch eine höhere Stoßbelastung in der Halle. Da ist mir schon mal gelegentlich ins Kreuz geschossen. Worauf muss ich mich jetzt eigentlich einstellen?
Also wenn wir über den ganz großen Wechsel jetzt mal ein bisschen plaudern, von der Halle ins Freie, unabhängig davon, dass es natürlich verschiedene Belege in der Halle gibt, kommen wir ja auch jetzt raus ins Freie. Wir haben dann natürlich wieder die äußeren Umstände, die mit das Spiel auch beeinflussen können, die auf jeden Fall auch zum Tragen kommen können. Das ist Wind, das ist Sonne. Und wir haben auch dann noch lange jetzt nicht im Freien gespielt. Insofern ist das immer für mich auch ein ganz guter Zeitpunkt, um zuerst mal aufs Equipment zu schauen. Wie sieht es denn eigentlich aus bei mir in der Tennisbag? Wie sind meine Schuhe? Passt das alles für mich? Wäre es vielleicht mal an der Tagesordnung, vielleicht mal ein neues Racket auszuprobieren oder mal ein paar neue Griffbänder, ein paar neue Schuhe? Das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich finde, dass man zu so einem Zeitpunkt auch mal dahinschauen kann, um dann für die gesamte Sandplatzsaison auch gut aufgestellt zu sein. Die Frage, wenn es nach außen geht, auf die Freiplätze, ist, wie so oft, erstmal, was ist mein Ziel, wenn ich jetzt anfange, draußen zu trainieren? Und natürlich wollen wir alle sofort unglaublich gut spielen. Wir gehen ins Freie mit einer in der Regel großen Freude, dass wir wieder draußen spielen können, an der frischen Luft Tennis spielen können. In erster Linie, glaube ich, ist Equipment ein Thema. Das zweite Thema, ohne jetzt zu lange hier einen Monolog zu halten, ist natürlich auch das Aufwärmen draußen. Wir haben wieder ein bisschen anderes Laufen auf Sand, wird wieder gerutscht. Und das dritte, wir können auch gerne noch mal ein bisschen in das Training und in die mentale Schatzkiste eintauchen, was man denn tun kann, um sein Spiel ein bisschen anzuheben, um das Level zu verbessern. Schauen wir sofort drauf. Frage kurz mal an Raik, also für eine starke Vorbereitung auf die Outdoor-Saison bieten natürlich auch die Vereine viel an, aber auch der TNB hat da einiges im Köcher, zum Beispiel Trainingscamps. Genau, Trainingscamps, die allerdings immer noch ein bisschen unter Corona mit zu leiden haben. Also unser geplantes erstes Camp in Mallorca mussten wir jetzt leider mangels Teilnehmerzahlen mit absagen. Und das hat mit einer Zurückhaltung aufgrund von Corona noch zu tun. Dafür kann der Verband auch Interessierten mit Equipment zur Verfügung stehen über den TNB-Shop. Diese kleine Werbeeinheit darf ich dann vielleicht an der Stelle einmal mitmachen. Patrick macht den Daumen hoch, das ist super. Und insofern bietet also auch der Verband dort immer wieder Anregungen, auch mit unseren Ausrüstungspartnern, insbesondere mit Wilson und Tennis Point ist ein wichtiger Partner von uns. Von daher ist ein adäquates Equipment definitiv das A und O für einen guten Start und da immer mal wieder auch zu schauen, dass das alles noch zeitgemäß ist und dass es auch modisch noch mithalten kann. Das ist gar nicht so verkehrt, glaube ich, ne? Modisch ist ein Thema, sorry, wenn ich dir einspreche. Gerade eingefallen, Raik, weil du das angesprochen hast. Ich finde auch zum Beispiel die Bespannung auch ein wichtiges Thema, dass man sich auch mal nochmal vielleicht eine neue Seite drauf macht, die ein bisschen lebendiger ist, von der Bespannungshärte auch nochmal ein bisschen überlegt. Jetzt geht's ins Freie, macht vielleicht doch mehr Sinn, vor allem jetzt in den noch etwas kühleren Temperaturen zu Beginn der Sandplatzsaison vielleicht doch etwas weicher zu bespannen und eine neue Seite drauf zu machen. Das ist schon auch gut. Und nicht nur fürs Spielgefühl, sondern auch für den Arm. Falls man mal draußen jetzt nicht von Anfang an gleich sauber in der Mitte trifft, ist das schon nochmal überlegenswert. Wichtiger Punkt und nochmal Deep Dive into Vorbereitung. Also hast schon das angeschoben, auf den Ball schauen, Tempo finden, Rumpfstabilität trainieren. Was sind so die Dinge, die dann eben, die du schon angestoßen hast vorhin, jetzt ganz besonders im Mittelpunkt stehen müssen, Patrick? Also, was ich immer ganz gern mache, ist, besonders wenn ich jetzt einen Belagwechsel habe, jetzt gehen wir sogar ins Freie, dass ich mich gut aufwärme und mich auch mal an das Laufen wieder gewöhne auf Sand, weil wir eben, wie gesagt, auf Sand in der Regel dann doch rutschen zum Ball oder rutschen können zum Ball. Und da hat es sich eigentlich bewährt, auch mal ein paar Schläge ohne Ball zu spielen. Das heißt, jeder für sich so eine Art Schattentennis auch mal zu machen. Das ist relativ einfach. Man stellt sich an die Grundlinie zentral und spielt einfach mal am Anfang fünfmal Vorhand, Rückhand ohne Ball und richtet den Fokus auf die Beine. Das wäre der erste Schritt. Wenn kein Ball im Spiel ist, kann man das tun. Wenn der Ball im Spiel ist, geht es natürlich vom Fokus her klar immer um den Ball. Aber hier mal den Fokus auf die Beine lenken und mal hinschauen mit einer gewissen Neugierde. Mache ich denn große Schritte? Mache ich kleine Schritte?
oder vielleicht auch mal eine Runde laufen mit der Frage, laufe ich laut oder laufe ich leise? Da geht es wirklich um die Wahrnehmung, was mache ich hier eigentlich? Und wenn man da mal so eine 10 Minuten, Viertelstunde sich mit beschäftigt, dann lenkt man zum einen den Fokus auf das Wesentliche, nämlich auf die Beinarbeit. Und zum anderen hat man sich in einer Viertelstunde sehr, sehr gut aufgewärmt. Und man kann dann quasi dieses Training, dieses Aufwärmtraining in drei Phasen unterteilen. Man kann sagen, die ersten 5 Minuten richte ich meinen Fokus rein auf die Füße, auf die Beine, mit der Frage, wie laufe ich denn wirklich? Und in der zweiten Stufe kann man dann den Fokus auf die Balance richten. Wenn man die Schläge ausführt, also wohlgemerkt, diese Übung mit den Schlägen, also die Schläge schon korrekt auch ausführen, so wie als wenn ich spielen würde mit Ball, nur eben ohne Ball. Der zweite Fokus auf die Balance. Wie ist denn meine Balance, wenn ich hier zum Ball laufe und wenn ich den Ball schlage? Und die dritte ist eigentlich immer so ein bisschen meine Lieblingsübung. Ich laufe dann 5-mal zur Vorhand, 5-mal Rückhand oder gern auch ein bisschen mehr, je nach Fitnesslevel auch. Und spiele dann meine Traumvorhand und meine Traumrückhand, so wie ich gerne meine Vor- und meine Rückhand spielen würde, wenn ich mir es wünschen dürfte. Wie würde meine Vor- und meine Rückhand aussehen, um ganz bewusst wahrzunehmen, wie hole ich aus, wie läuft mein Schläger und wo endet mein Schläger dann in der Bewegung. Und dann hat man eigentlich so eine Viertelstunde, 20 Minuten am Platz verbracht und ist körperlich und auch geistig voll da. Patrick, wer dich bei Workshops erleben durfte, der weiß, du hast ja nicht nur tolle Methoden dafür, sich technisch zu verbessern, sondern eben auch dafür, mental stabiler zu werden. Lass uns da nochmal ein bisschen teilhaben. Also mir hat zum Beispiel der Tipp vom Aufschreiben deiner Ziele geholfen. Also das auch wirklich so klar zu formulieren, was man sich eigentlich vornimmt. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Bevor man auf den Platz geht, kann man sich auch mit seinem Partner mal kurz unterhalten, was wollen wir heute im Training erreichen? Und am Anfang, wenn man ins Freie geht, geht es darum, sich daran zu gewöhnen, an das im Freien spielen und auch mal rausfinden. Man kann einfach auf den Platz gehen und sagen, jetzt lass uns doch mal versuchen, 20, 30, 50 Mal, je nach Level sozusagen, ohne Fehler miteinander zu spielen. Und mit einer gewissen Neugierde an die Sache rangehen, um auch mal herauszufinden, was ist denn mein Tempo, mit dem ich 20, 30, 50 Mal ohne Fehler spielen kann. Da geht es jetzt nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern am Anfang um das Miteinander. Wie lange, mit welchem Tempo kann ich beispielsweise 50 Mal ohne Fehler spielen? Und dann kann man ja im Zuge der nächsten Tage, der nächsten Trainings auch das Tempo anheben. Das Ziel bleibt das gleiche, aber das Tempo des Tennis immer ein bisschen anheben. Das wäre so eine Sache, um mal in einen gewissen Spielrhythmus reinzukommen, um eine gewisse eine Intensität auch zu erreichen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und man kann auch beispielsweise sagen, lass uns mal ein bisschen Vorhand Cross spielen, eine halbe Stunde lang und schauen, wie hoch will ich denn, dass mein Ball übers Netz fliegt und wo soll denn mein Ball landen auf der anderen Seite? Ne? Dann habe ich nämlich zwei Ziele in diese Ballwechsel integriert, in meinen Schlag integriert. Und wenn ich es dann ganz rund mache, dann habe ich natürlich meinen Treffpunkt, den Punkt, über den mein Ball fliegt, übers Netz sozusagen, und wo landet mein Ball auf der anderen Seite. Und dann habe ich so eine imaginäre Kurve, die sich dann abzeichnet, die man im Kopf auch nachzeichnen kann und kann versuchen, über dieses Training auch eine gewisse Stabilität zu erreichen. Also Ziele setzen, kleine Ziele setzen, realistische Ziele setzen im Training ist auf jeden Fall hilfreich. Raik, das ist ja im Grunde genommen auch wie eine Anleitung für uns im Arbeitsleben. Definitiv, deswegen bin ich ja auch ein überzeugter Anhänger davon, dass man sagt, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist und auch in meiner Agentur rede ich mit allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer darüber, dass Sport ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Ausgleich ist. Idealerweise spielen sie alle Tennis, aber Hauptsache sie machen überhaupt irgendwelchen Sport. Und bei dem, was du, Patrick, gerade richtigerweise alles gesagt hast, ist mir noch ein Punkt mitgekommen. Und das ist immer so der Abgleich von Selbstbild und Fremdbild. Also man hat ja eine gewisse Wahrnehmung davon, wie man läuft. Und die ist meistens mal viel, viel besser, als es eigentlich im Fremdbild dann tatsächlich ist. Und dafür sind, glaube ich, Videoanalysen und Videoaufzeichnungen extrem hilfreich. Mhm. Und da gibt es ja auch mit dem Wingfield-System etwas, was natürlich primär im richtigen Spiel dann mit in der Analyse hilft, aber auch im Training kann man das ja sehr, sehr gut mit verwenden. Also unser Plädoyer seitens des Verbandes ist auch bei solchen Situationen immer, dass man möglichst technische Hilfsmittel mit nutzt, um eben dann sich selber auch adäquat weiterzuentwickeln. Und da kriegt man viel
viele Impulse, die man sonst so im normalen Spielen gar nicht unbedingt selber sieht. Und meistens ist man doch deutlich langsamer, als man so selber glaubt. Zumindest ja, ist aber auch einem bestimmten Alter. Also was du sagst, Raik, ist total, also leuchtet mir auch total ein und kann ich auch nur unterstreichen. Es gibt ja viele Spieler, die sich wirklich noch nie haben spielen sehen, die zum Beispiel noch niemals gesehen haben, wie sieht denn eigentlich meine Vorhand aus, wie sieht meine Rückhand aus. Und der Mensch lernt ja viel schneller durch Bilder als durch Instruktionen. Insofern ja. Ist ein Sehen, sich selbst spielen sehen, enorm hilfreich. Also ich mache ja heute immer noch ein paar Tenniscamps hier und da. Und auch das, wenn ich einen Co-Trainer dabei habe, der geht dann mit dem iPad auch mal hin und filmt die Leute. Und dann höre ich sehr, sehr oft, wow, so spiele ich meine Vorhand. Das hätte ich aber nicht gedacht. Unglaublich, das fühlt sich ja ganz anders an. Und da lernt der Freizeitspieler, der Clubspieler, der Hobbyspieler bis zum Profi durch das Anschauen der eigenen Schläge sehr, sehr schnell und dann gepackt mit dem Gefühl für den Schlag, was er entwickeln kann, ist da in kürzester Zeit eine Verbesserung machbar, die allein durch Instruktionen eines Coaches, so gut er denn auch sein mag und so sehr er sich bemüht, schwer erreichbar sind. Patrick, inwiefern kann ich denn auch zum Beispiel von Profis lernen? Also damit meine ich jetzt nicht, wie oft ich mir da Nase zupfe oder am T-Shirt, bevor ich den Aufschlag durchführe, sondern was sind die Punkte, wo man sagen kann, da kannst du mit draufschauen, das kannst du mitnehmen? Also ein großer Punkt ist natürlich die Vorbereitung auf die Matches. Es gibt dieses gute englische Sprichwort, failing to prepare is preparing to fail. Das passt an der Stelle ganz gut. Und mir fällt bei sowas immer Roberto Bautista Agut ein oder auch die Topspieler Rafael Nadal, Djokovic. Aber Roberto Bautista Agut ist ein gutes Beispiel, der seit Jahren in den Top 20 der Welt steht, weil ich Roberto auch sehr gut kenne und ihn auch oft hautnah miterleben durfte bei unserem Turnier in München, der sehr akribisch in der Vorbereitung ist, der vor jedem Match, sag mal, wenn er sich vorweg warm spielt, diese halbe Stunde aufwärmen. Also die Jungs gehen ja morgens schon auf den Platz und schlagen eine halbe Stunde Bälle. Dann ist nochmal eine Pause mit ein bisschen was essen und dann gehen die in ihr Match rein. Aber die spielen natürlich vor ihrem Match immer nochmal eine halbe Stunde Tennis morgens. Und es ist immer so, dass die Jungs eine Checkliste durchgehen. Den Ball fühlen, die Vorhand fühlen, die Rückhand fühlen, erstmal ihre Schläge machen, passt das alles, ist mein Rhythmus gut, treffe ich den Ball sauber. Und dann am Ende des Trainings, in die letzten 10 Minuten, in der letzten Viertelstunde, kommt dann auch nochmal das Taktische, was mit einfließt. Wenn ich jetzt meinen Gegner kenne, wie möchte ich heute spielen? Was ist mein Spiel? Und das ist eine ganz essentielle Frage. Mit welchem Spiel möchte ich heute gewinnen? Und damit verbunden auch die Frage, spiele ich heute, um zu gewinnen oder spiele ich, um nicht zu verlieren? Das ist eine ganz andere Haltung, mit der man dann mitbringt auf den Platz. Und von daher bin ich immer ein Freund davon, sich bestmöglichst vorzubereiten, um alles mitzubringen, was ich selbst mitbringen will auf den Platz. Dann hat der Gegner natürlich oftmals eine Antwort darauf. Und da geht es eben auch darum, die Seitenwechsel zu nutzen mit der Frage, bringt mich das, was ich heute hier spiele, was ich jetzt tue, an mein Ziel? Ist das der Weg zum Sieg? Oder hat mein Gegner eine gute Antwort auf meinen Spielplan und ich muss vielleicht ein bisschen was verändern? Also dieses Thema Vorbereitung, Analyse auch im Match, diese Bereitschaft zu haben, die Offenheit zu haben, mal hinzuschauen, ob das alles so gut funktioniert. Und am Ende muss man auch sagen, ist ganz, ganz wichtig, finde ich, für die Verbesserung des eigenen Spiels, dass man nach einem Match immer auch eine Analyse macht. Nicht nur, wenn man gewonnen hat, sondern bitte auch, wenn man mal nicht gewonnen hat. Es gibt immer eine Message, die man rausarbeiten kann. Und dann kommt man in so einen Kreislauf rein, durch welchen man sich wirklich gut verbessern kann. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, weiß man nach einem Match, was gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Und das, was gut funktioniert hat, das treibe ich doch weiter voran. Und was nicht so gut funktioniert hat, dem widme ich mich etwas mehr und schaue, dass ich das ein bisschen anheben kann. Und dann komme ich in eine eigentlich Erfolgsspirale rein, von der ich weiß, dass ich mein Bestes tue, um mein Spiel zu verbessern. Du hast jetzt gerade ja schon auch Analyse, haben wir angesprochen, die Art und Weise, wie man das technisch begleiten kann. Analyse hat natürlich aber auch zum Beispiel mit dem begleitenden Personen zu tun, also mit Trainern. Wie sieht das da aus jetzt zu Beginn dieser Outdoor-Saison? Müssen Trainer eigentlich jetzt auch noch was Besonderes mitnehmen? Ja, also als Trainer, ich bin ja auch, zähle mich auch noch zu leidenschaftlichen Trainern. In erster Linie steht für mich, Tennis ist immer noch ein Spiel. Und es geht für mich bei allem Ehrgeiz und bei aller Leidenschaft für den Sport immer auch um eine gewisse Spielfreude.
dass ich gerne Tennis spiele und dass ich mich gerne bewege und Spaß habe an dem Sport. Und dann gilt es, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für jeden einzelnen Trainer, hinzuschauen, wie kann ich meine Spielerinnen, meinen Spielern mit den Möglichkeiten, die meine Spielerin, die mein Spieler hat, verbessern. Was kann ich tun, damit meine Schülerin, mein Schüler ihr Tennis verbessern kann? Der Trainer unterstützt den Spieler praktisch auf dem Weg der Verbesserung. Und da gilt es als Trainer genau hinzuschauen, auch hinzuschauen, was ist meine Schülerin, mein Schüler für ein Mensch, die Charaktere sich auch anzuschauen, um auch dann zu wissen, wann kann ich ein bisschen mehr pushen und wann ist vielleicht auch mal ein Zeitpunkt, um sich mal eine halbe Stunde zu unterhalten, statt auf dem Platz Bälle weiterzuschlagen. Reik, das sind natürlich auch Themen, die dann dementsprechend ja auch Verband mit betreffen, Stützpunkte etc. Was sind da die größten Herausforderungen jetzt zu Beginn der Freiluftsaison für den TNB? Also zum einen haben wir ja viele Angebote, gerade für Trainerinnen und Trainer, auch in der Aus- und Weiterbildung. Und da ist unser Plädoyer auch immer, dass diese Angebote genutzt werden. Und wir haben auch viele digitale Angebote. Also bitte jederzeit gerne auf die Webseite von Verband tnb-tennis.de draufschauen und sich dann dort inspirieren lassen. Und Patrick, du hattest eben ein Punkt der Spielfreude mit genannt. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es, glaube ich, essentiell, dass denen eine Freude daran eben auch vermittelt wird und dass es nicht nur darum geht, dort die Vorhand und die Rückhand perfekt zu schlagen. Wir werden nicht aus jedem talentierten Kind und Jugendlichen dann ein ATP oder WTA-Profi machen können, aber dass eben die Freude und die Begeisterung für den Sport geweckt wird, aufrechterhalten wird und gesteigert wird. Ich glaube, das ist das, was die besondere Herausforderung, Aufgabe und Verantwortung auch der Trainer ist, die gerade mit Kindern und Jugendlichen in den Vereinen arbeiten. Also ich muss gestehen, ich habe mit Kindertraining nicht viel Erfahrung. Gibt sicher auch Trainer, die deutlich mehr Erfahrung haben. Aber wenn ich mit Kindern trainieren würde, dann wäre mein allererstes Ziel, dass die Kinder nach dem Training vom Platz rennen zu ihren Eltern und sagen, Papa, Papa, Mama, Mama, das war so super, morgen will ich wieder dahin. Wenn man das erreicht, dann hat man, glaube ich, als Trainer schon viel gewonnen. Genau, wir werden das mal statistisch erfassen, wie oft das bei uns passiert. Ich sag mal unserem Social-Media-Team Bescheid, die sollen da mal mit den Trainern zusammen eine kleine Aktion starten und mal gucken, ob wir da entsprechende Videos zusammenkriegen. Bin gespannt. Genau, wir sagen Bescheid, Patrick. Okay. Patrick, heute hier beim Netzgeflüster, aber selber ja auch mit einem tollen Sky-Podcast am Start, Mad Dog und Wingman. Mad Dog, Michael Stich, benannt nach einem seiner legendären Trainings-Shirts, und Wingman, Patrick Kühnen mit Michael Stich ja 1993 als Davis Cup-Doppelsieger moderiert, wird die Show von meinem lieben Kollegen Paul Häuser. Was haben denn Mad Dog und Wingman als nächstes am Start? Ja, das kommt dann morgen. Quasi kommt unser nächster Podcast dann raus. Wie immer spannende Themen, aktuelle Themen. Diese Woche ist ja Davis Cup Woche auch. Das kann ich vielleicht schon mal so ein bisschen als kleines Schmankerl in die Runde werfen. Es wird auch im Davis Cup gehen. Und ja, wir haben wahnsinnig viel Spaß, das will ich nochmal sagen, mit diesem Podcast. Und es geht uns darum, nicht nur die aktuelle Szene zu beleuchten, sondern auch mal einen Schwenk zu machen in die guten alten Zeiten. Das tut uns auch ganz gut. Wir haben da viel Spaß mit. Und auch kontrovers zu diskutieren. Es gibt ja zu vielen Themen auch kontroverse Sichtweisen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass es diese gibt, damit Diskussionen stattfinden. Aktuell zum Beispiel auch ein Thema, das Schiedsrichterthema auf der ADP-Tour. Wenn die Spieler sich so verhalten, zum Beispiel, was kann die ADP tun? Müssen die Schiedsrichter gestärkt werden? Also es sind schon spannende Themen mit dabei, die wir diskutieren. Und unser Podcast erscheint ja immer mittwochs alle 14 Tage. Insofern wird es noch eine Menge geben. Und Tennis ist ja so ein lebendiger Sport und vor allem auch so ein emotionaler Sport, dass es immer auch Themen geben wird, über die wir gerne sprechen. Thema also auch Sascha Zverev, Acapulco. Das waren Bilder, wo wir ganz besonders hingeschaut haben. Da ist ihm so ein bisschen der Draht aus der Mütze gesprungen. Grundsätzlich mal an euch beide, Reik, was ist das, worauf ihr euch am meisten in der anstehenden Saison freut?
Also zum einen, um das von Zverev noch mal ganz kurz mit aufzugreifen, ich fand es notwendig, gut und richtig, dass er sich sofort im Anschluss öffentlich über die sozialen Netzwerke entschuldigt hat und noch viel wichtiger, dass er das persönliche Gespräch mit dem Schiedsrichter gesucht hat. Und ich glaube, damit ist es dann auch mal gut. Also diese gesamte mediale Aufregung, die dann dort entsteht, die kann ich für einen Augenblick ja durchaus nachvollziehen, aber irgendwann kann man dann auch da wieder einen Haken dran machen. Genau. Entschuldigung, Reik noch mal weiter und dann wollen wir dazu natürlich auch noch von Patrick was hören. Ja, und, wo, ganz, ganz klar, sorry, wenn ich ins Wort falle, aber ich will es nur noch rund machen. Ganz klar, das war inakzeptabel und sicherlich unangebracht, aber wie gesagt, er hat sich entschuldigt, vor allem in Person beim Schiedsrichter, bei den Offiziellen des Turniers. Ich bin ja auch Turnierdirektor in München, also auch das gebührt dann auch zum, der Anstand auf jeden Fall und der Respekt und er hat sich dann entschuldigt. Ich hoffe, es war eine Eintagsfliege und er lernt was draus und dann geht's auch weiter. So, Männer, und jetzt, worauf freut ihr euch am meisten? Reik? Ich freue mich wirklich darauf, dass in den Verein Leben einzieht, dass die Spielerinnen und Spieler die Plätze stürmen, dass man auch Vereinsleben wieder miterlebt, dass Gastronomieangebote angenommen werden. Ich freue mich auf eine gute Punktspielsaison. Ich freue mich darauf, dass über alle Altersklassen hinweg auch wieder der Spaß am richtigen Wettkampf im Mittelpunkt steht und dass die Freude an der Bewegung im Freien einfach dominiert und jeder entsprechend seiner Spielstärke und seines Niveaus einfach Freude, Lust, Spaß daran hat, auf dem Tennisplatz zu stehen. Und hoffentlich spielt das Wetter dann auch gut mit, sodass wir eine gute, intensive Saison haben mit vielen Camps, mit vielen Ferienangeboten auch. Und wann immer Vereine vor Ort eine Unterstützung des Verbandes benötigen, für Tage der offenen Tür, für Integrations- und Mobilitätsberatungen, für Fragen rund um Platzbau oder was auch immer, nutzt alle die Möglichkeiten, die der Verband mitbietet, geht auf die Homepage, fragt uns, wir haben Angebote, wir kommen in die Vereine rein und sorgen mit dafür, dass ihr bestmöglichst unterstützt werdet, um für eure Mitgliederinnen, für eure Mitglieder etwas richtig Gutes zu schaffen. Patrick. Also, bevor ich zum Besten gebe, auf was ich mich freue, möchte ich schon mal anmerken, dass ich noch einen Tipp auf Lager habe, den will ich gerne loswerden, hier im Podcast für alle Tennisfans da draußen. Das möchte ich nicht vergessen, deshalb sage ich es mal vorab, dass ihr mit dran denkt. Ich freue mich auf die Sommersaison und zwar deshalb, weil ich wahrgenommen habe, dass in dieser schwierigen Zeit der Corona-Infektionen Tennis eine Sportart ist, die viele Fans und Freunde gewonnen hat, dass es wohl doch viele Menschen gab, die auch mit Tennis angefangen haben und möchte ein kleines Plädoyer auch halten von 2 Minuten für diesen wunderbaren Sport, denn vor allem im Hinblick auf die Vereine. Wir haben in Deutschland eine Situation, die es auf der Welt so in der Form kaum gibt. Wir haben viele, viele Vereine. Für mich ist Tennis eine Sportart mit einem sehr, sehr hohen sozialen Wert. Ich weiß selbst, dass ich damals als kleiner Junge nach der Schule zum Tennisclub bin, mich dort den ganzen Tag fast aufgehalten habe, Tennis gespielt habe, meine Hausaufgaben dort gemacht habe. Meine Eltern wussten, dass ich dort in einem guten Umfeld bin, mit Gleichgesinnten sportlich aktiv war. Und wir haben eine Vereinsstruktur in Deutschland, die das alles leisten kann. Und ich habe dann immer auch gleich Kinder und auch Senioren im Kopf, die dort auch einen Mittelpunkt finden, um unter Gleichgesinnten mit Freunden einer Leidenschaft nachzugehen in einem Club, in einem Umfeld, was es so bei vielen anderen Sportarten gar nicht so gibt. Und wünsche mir, dass dies weiter gelebt wird und dass Initiativen ergriffen werden, aufgegriffen werden, um das zu unterstützen, um den Menschen die Tür aufzumachen für diesen wunderbaren Sport, vor allem Kinder, aber auch Senioren und natürlich auch Aktive, die dann dort im Miteinander und füreinander sich aktiv austoben können, Tennis spielen können, Spaß haben und auch in einer guten Gemeinschaft diesen Sport leben können. So. Du hast eben gerade noch über einen Tipp gesprochen. Den wollen wir jetzt natürlich noch gerne hören. Einen Tennis-Tipp habe ich noch für euch alle da draußen. Und zwar ist der für jeden machbar. Hört sich leicht an, ist aber vielleicht nicht so einfach. Also wenn ihr Tennis spielt, wenn der Ball auf eurer Seite aufspringt, genau dann, wenn er den Boden berührt, auf eurer Seite sagt ihr Bounce, so laut, dass ihr euch selbst hört. Und wenn ihr den Ball trefft, genau im Treffmoment sagt ihr Hit. Das Spiel ist quasi Bounce, Hit. Bounce, wenn er den Boden berührt, auf deiner Seite. Hit, wenn du den Ball triffst. Die Aufgabe und die Herausforderung ist,
präzise zu sein. Immer mal zu checken, sage ich bei uns wirklich genau, wenn der Ball aufspringt auf meiner Seite und sage ich Hit genau im Treffmoment. Das ist die Herausforderung. Wenn ihr es auf eurer Seite schafft, dann macht es mal auf beiden Seiten. Viel Spaß damit. Perfekt. Bester Tipp zum Abschluss nehmen wir mit und nochmal Riesendank Patrick Kühnen, heute bei uns beim Netzgeflüster mit dabei. Der nächste Termin steht schon wieder an und wir wünschen alles, alles Gute natürlich auch für die kommenden Wochen, für die anstehenden Aufgaben. Dankeschön, Patrick Kühnen. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank euch und euch allen eine tolle Tennissaison. Danke. Und wir haben natürlich auch noch den Wunsch, dass ihr uns alle unterstützt dabei. Wenn ihr noch ein paar Tipps habt, wie man am besten in die Outdoor-Saison hineinkommt, dann schickt uns gerne eine E-Mail unter netzgeflüster@tnb-tennis.de. Netzgeflüster natürlich mit UE. Der TNB Smalltalk. Raik, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über TNB-Dinge sprechen. Da haben wir ja auch ein paar Highlights zu vermelden. Zum Beispiel hat der DTB das Porsche-Nachwuchsteam für 2022 nominiert. Und da haben wir drei Spielerinnen mit dabei. Und das wollen wir natürlich auch noch mal bejubeln mit dir zusammen. Ja, also ich glaube, wir sind immer froh, wenn wir einfach Spielerinnen und Spieler haben, die dann den nächsten Schritt auch mit gehen können. Und mit Julia Middendorf, die also im Porsche Talent-Team Mitglied ist, und mit der Thea Lukic und Josie Dahms, die im Porsche Junior-Team drin sind, haben wir dann drei Spielerinnen, die sich dort auch super weiterentwickelt haben. Und das ist natürlich auch immer ein Beweis dafür, dass wir in unserem gesamten Regionstraining, im Landestraining, im Kadertraining schlicht und ergreifend auch einen guten Job machen und dass auch an der Tennisbase in Hannover eine anständige Arbeit geleistet wird. Und das ist insbesondere auch ein Verdienst der Trainerinnen und Trainer vor Ort, natürlich dann derjenigen insbesondere, die diese drei auch betreuen. Und das hat auch was mit Infrastruktur zu tun, die zur Verfügung gestellt werden muss. Und da darf ich auch vielleicht mal an dieser Stelle meiner lieben Kollegin Beate Lonnemann, der Vizepräsidentin für Leistungssport im TNB, mit Danke sagen für die Arbeit, die sie dort leistet. Und das sind Früchte dieser Arbeit mit. Dann wollen wir natürlich auch gerne noch über das Thema Deutschland spielt Tennis sprechen. Auch ein wichtiges Projekt. Was steht da an? Was sind die besonderen Highlights, die da herausstechen? Also bei Deutschland spielt Tennis haben wir ja eine bundesweite Aktion, die jedes Jahr dann stattfindet. Und da gibt es kostenlose Vereinspakete, da gibt es schlicht und ergreifend kleine Geschenke, die den Vereinen mit gemacht werden. Da kann man an Verlosungen teilnehmen. Man bekommt viele, viele Informationen für ein gutes Vereinsleben auch zur Verfügung gestellt. Und man hat zusätzlich zum Angebot des Deutschen Tennisbundes, der ja das Ganze national betreut, auch die Möglichkeit von uns, also vom Tennisverband Niedersachsen Bremen, noch mit Materialpakete zu bekommen, indem man dort an Verlosungen teilnimmt. Also Deutschland spielt Tennis ist für mich immer einer der Highlights für Vereine, tatsächlich auch viele attraktive Angebote für die Mitglieder im Verein zu machen und vielleicht auch hier und da mal eine Inspiration und eine Anregung dafür zu bekommen, wie man den eigenen Verein weiterentwickeln kann. Denn jeder, der im Vorstand eines Vereins sitzt, der muss sich also darüber im Klaren sein, dass wir uns ja in einem Wettbewerb auch befinden, dass wir uns im Wettbewerb diverser Sportarten befinden. Und je attraktiver und interessanter ich meinen Verein gestalten kann, desto mehr Spielerinnen und Spieler kommen schlicht und ergreifend auch. Tolle Gewinne für 200 Vereine bei den nationalen Saisoneröffnungen. Du hast das alles angesprochen und zusätzlich ja auch noch der TNB, der unter anderem an unter allen teilnehmenden Vereinen Materialpakete verlost. All das schon unterstrichen. Dann reden wir noch über Generali Tennis Starter Vorteile. Also das ist auch ein Thema, das uns zuletzt natürlich auch umgetrieben hat.
Sag da noch was mit dazu, weil wir da ja auch im Bereich der Mitgliedergewinnung zum Beispiel eine ganze Reihe von herausragenden Punkten gemacht haben. Genau, also im vergangenen Jahr gab es rund 30.000 Tennisspieler, die sich für den Generali Tennis Starter angemeldet haben und einen Verein gesucht haben. Und das ist echt eine gewaltige Zahl gewesen. Das war hervorragend. Und da sind eben Tennisinteressierte durch eine große bundesweite Kampagne auch von Generali auf die Vereine mit aufmerksam geworden. Und die Vereine vor Ort haben entsprechende Angebote gemacht. Und da freuen wir uns, wenn wir auch 2022 wieder entsprechende Zahlen mit erreichen können. Und der Generali Tennisstarter ist also auch für den wichtigen DTB-Partner Generali etwas, was in deren Gesamtengagement im Tennissport eine große Rolle und Bedeutung hat. Unter allen teilnehmenden Clubs werden auch im diesem Jahr wieder 250 Materialpakete verlost und insofern ist eben die Teilnahme am Generali Tennisstarter eine wirklich richtig gute Möglichkeit für Vereine, neue Mitglieder zu gewinnen. Zum Schluss, Raik, habe ich gehört, hast du noch drei tolle Infos. Genau, drei gute News am Ende. Ich mache es auch ganz fix, weil der Podcast sich dem Ende zuneigt. Also erstens, Christoph Wilke ist Rollstuhl-Tennisspieler, der insbesondere auch an der Base hier mit trainiert. Und derzeit läuft die Wahl zum Behindertensportler des Jahres in Niedersachsen. Und wer also unseren Tennisspieler Christoph Wilke unterstützen möchte, der votet bitte über die Webseite des Behindertensportverbandes in Niedersachsen und gibt dort seine Stimme ab. Die zweite gute Nachricht, wir haben wieder ein TE-Turnier in Isernhagen, den Cup der Nordverbände vom 25.02. bis 5.03.2022. Im vergangenen Jahr ist das ja leider Corona-bedingt ausgefallen. Jetzt findet es aktuell wieder statt und in den letzten 5 Jahren kamen die Siegerinnen jeweils aus dem TNB-Land. Mal gucken, wie das in diesem Jahr mit aussieht. Und die dritte gute Nachricht ist für alle diejenigen besonders interessant, die schon immer mal sich mit Ganzjahresplätzen beschäftigen wollten. Wir haben einen neuen Partner, das ist die Tellbau GmbH, die im Sportstättenbau zu Hause ist und Ganzjahresplätze baut. Also wer dort Informationen sucht, auf die Webseite tnb-tennis.de gehen und da findet man auch alle Informationen zum Thema Ganzjahresplätze. Wunderbar, sehr gut. Und das war's mal wieder mit unserem Netzgeflüster. Es war mir wieder eine Ehre und Freude, dabei sein zu dürfen. Und es sei von mir noch einmal an den Satz von Gandhi erinnert: Es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg. Die letzten Worte gehören aber wie immer unserem Präsidenten Raik Packeiser. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Fragen, für das Engagement an alle, die in den Vereinen und auf dem Platz sich für den Tennissport stark machen. Wir haben im vergangenen Jahr gute Mitgliederzahlen gehabt. Ich hoffe, das wird auch in diesem Jahr so sein und wir freuen uns auf eine gute und spannende Sommersaison. Vielen Dank.